Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz zum Spiel HBW Balingen-Wallstätten, HSC 2000 Coburg, Endstand 24-24, Halbzeit 9-10. Zur Pressekonferenz begrüße ich die beiden Trainer von den Gästen Jan Gorr und unseren Trainer Runar Sigtrixen sowie die beiden Geschäftsführer Steffen Rahmer und unseren Geschäftsführer Wolfgang Strohl. Jan, das erste Wort, das erste Fazit gehört immer den Gästen. Wie hast du das Spiel gesehen? Beim Unentschieden spricht man meistens, jeder hat einen Punkt gewonnen. Ich glaube, ihr seid heute anders. Schönen guten Abend. Ehrlich gesagt möchte ich den Punkt jetzt noch gar nicht werten. Also grundsätzlich, wenn man hier nach Balingen fährt und aus unserer Sicht dann hier einen Punkt holt, dann ist das eine gute Geschichte. Ich sehe es ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel. Mich enttäuscht so die Schlussphase. Ich finde, das ist extrem unglücklich gelaufen und schade, dass wir uns nicht belohnen konnten hier mit zwei Punkten. Und deswegen finde ich das einfach schade. Wir haben jetzt in den letzten 7 Tagen 3 wahnsinnig intensive Spiele hinter uns gebracht. Zu Hause gegen Erlangen, das Derby, in Leipzig gegen eine Mannschaft, die ja unfassbare Intensität ins Spiel so bringt über die 60 Minuten. Und dann so ein Kampf. Und das war einfach Kampf von beiden Mannschaften hier in Balingen. Und ich war sehr gespannt. Nicht unbedingt, wie meine Mannschaft das körperlich löst. Ich denke, wir haben gut gearbeitet in der Pause für die Rückrunde. Aber wie das von der mentalen Seite einfach ist. Denn wer hier schon gespielt hat, der weiß, was hier passiert und wie emotional das einfach hier zur Sache geht. Und da muss man gut vorbereitet sein. Und das macht mich sehr froh. Und da möchte ich meiner Mannschaft ein wirklich Riesenkompliment aussprechen. Das war von der mentalen Seite, von der kämpferischen Seite her über die 60 Minuten top. Handballerisch, tja, sehr gute Abwehr, teilweise gute Konter. Positionsangriff haben wir uns doch ein bisschen schwer getan, haben nicht so eine Durchschlagskraft aus dem Rückraum entwickeln können, wie wir es uns vorgestellt haben. Ja, das war so ein bisschen durchwachsen. Und ich denke, wenn uns da das eine oder andere ein bisschen einfachere Tor noch mehr gelingt, dann haben wir auch wirklich die Möglichkeit, hier zu gewinnen. So hat es zu einer 4-Tore-Führung gereicht. Aber wie gesagt, auch Kompliment hier an Halle und Zuschauer. Das war wieder eine richtige Hexenkessel-Atmosphäre und so stellt man sich so ein Spiel zwischen zwei Tabellenkindern Tabellenkeller-Kindern ja auch vor. Und zum Schluss haben beide ihren Punkt. Danke. Vielen Dank. Runar, dann darf ich auch dich um dein Fazit zum Spiel bitten. Ich denke, du bist nicht ganz so zufrieden wie dein Kollege. Nein, guten Abend erstmal. Also das ist klar, das ist für uns ein gewonnener Punkt, wie das Spiel gelaufen ist. Ja, fehlen ein bisschen schwer die Worte jetzt. Also wir haben abwehrmäßig, also gesamtes Spiel eigentlich gut gestanden. Angriffsmäßig haben wir uns eigentlich gut gespielt, uns frei gespielt. Wir haben einfach die Chancenwertung war nicht gut genug von der 6-Meter-Linie oder 7-Meter-Punkt. Wir haben es sagt eigentlich viel, dass wir haben mehr technische Fehler im Rückraum als Fehlwürfe. Und das ist einfach hart. Und die Torhüter-Duell ging klar an Coburg an diesem Abend. Haben wir genug oft da beschwert, so ich mache das nicht nochmal. Aber ich denke, wie gesagt, also gewonnene Punkte, wir haben Glück gehabt zum Schluss. Einfach Kompliment an die Spieler, die haben das nicht aufgegeben, sondern und die Halle, die hat es dann auch mitgezogen. Es waren weniger Angriffe heute, ich denke, es waren knapp über 40 Angriffe pro Mannschaft heute und dadurch war jeder verworfene Ball für beide Mannschaften ganz teuer. Und wie mein Kollege hat gesagt, es war ein Kampfspiel und es sah lange so aus, dass Coburg wieder die 2 Punkte mitnehmen. Runar, vielen Dank. Dann darf ich auch Sie, Herr Rahmer, gleich um Ihr Statement zum Spiel bitten. Ja, wunderschönen guten Abend. Wir sind hier nach Balingen angereist und wollten natürlich, oder haben uns auf die Fahne geschrieben, hier Punkte mitzunehmen. Jetzt nehmen wir einen Punkt mit. Von der Seite ist es eigentlich von meiner Seite und von unserer Seite aus okay. Natürlich, wenn man sich den Verlauf vom Spiel ansieht, vielleicht doch nicht so. Okay, vielleicht hätten es 2 sein können, vielleicht sogar müssen. Schade. Wir waren einmal im Rückstand gelegen im ganzen Spiel. Es müsste, glaube ich, am Anfang 5-4 gewesen sein. Ansonsten haben wir eigentlich konstant in Führung gelegen und haben auch mit einer 2-3-Tore-Führung immer wieder versucht, den Gegner auf Abstand zu halten. Ja, ansonsten natürlich ein sehr kampfbetontes Spiel, auch von beiden Seiten.
Ich glaube, von der Torhüterleistung sehe ich genauso. Konnten wir ein bisschen mehr überzeugen. Freut mich persönlich sehr. Und ja, von den Fehlern, Individualfehlern, die waren auch auf beiden Seiten. Viel Leichtsinn, viel Konzentrationsschwächen dabei. Aber ich glaube, am Ende hat sich das wieder ausgeglichen über den Kampf, über die Abwehr von beiden Seiten. Ja, es ist einfach nur schade. Natürlich sind wir da irgendwo, natürlich freuen wir uns, auf der anderen Seite sind wir auch enttäuscht. Also das ist ein bisschen ein lachendes und ein weinendes Auge, kann man sagen. Ansonsten möchte ich mich bei unseren Fans bedanken, die hier trotzdem, ich glaube, annähernd 60, 80 Leute mitgereist sind. Freut mich und jetzt schauen wir natürlich nach vorne. Jetzt haben wir 10 Tage Pause und dann geht's weiter zu Hause gegen Göppingen. Ja. Danke. Vielen Dank. Wolfgang, dann darf ich auch dich noch um dein Statement zum Spiel bitten. Ja, wenn man den Spielverlauf anguckt, haben wir im Normalfall keinen Punkt verdient gehabt. Jetzt haben wir einen. Wenn wir alle Punkte zusammenrechnen, die wir jetzt gegen die Aufsteiger geholt haben, dann sind wir bei 2. Haben aber schon alle Heimspiele hinter uns. Und das ist natürlich wahnsinnig wenig. Und das ist die größte Gefahr, die einfach darin lauert, dass man sich jetzt, auch wenn man der Punkt nicht verdient war, noch drauf ausruhen kann. Ich glaube, dass das aber nicht passieren wird. Ja, vom Spiel war natürlich ganz klar, dass wir hier 2 Punkte holen müssen, wollen. Das ist uns so nicht gelungen, deswegen bin ich nicht zufrieden. Ich denke, das größte Kompliment und vielleicht auch nochmal den Ausschlag am Schluss gegeben hat die Halle, die heute in meinen Augen von Anfang an sehr, sehr gut unterstützt hat und dann wirklich in den letzten 10 bis 5 Minuten nochmal richtig, richtig extrem war und auch, glaube ich, dem Gegner mal richtig schwer gemacht hat, uns vielleicht auch ein bisschen beflügelt, damit es dann wenigstens zu dem einen Punkt gereicht hat. Danke. Wolfgang, vielen Dank. Soweit die beiden Trainer und Geschäftsführer zum heutigen Spiel. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Dem scheint nicht so zu sein. Dann habe ich noch die restlichen Ergebnisse. Rhein-Neckar-Löwen gegen Minden 26-20, Wetzlar gegen Hannover 34-30 und Bergischer HC gegen Leipzig 24-26. Ich bedanke mich für Ihr Kommen, wünsche Coburg gute Heimreise, alles Gute im weiteren Verlauf der Saison und wir sehen uns wieder beim nächsten Heimspiel. Vielen Dank.